So, dann sind wir wieder. Was war was? Oh. Ich hab da bestimmt irgendwo. Alter, ich schreibe schon wieder so viel. Ah, kann man gar nicht mitlesen. Schade, dass es keine Zeit lang geht, wenn man mal an Meldeklung geht. Wieso ist das? Peint was? Wie viel hast du schon gemacht? Oh, Phil drin ist da. Hi, huhu. Und nimmst du wieder auf? Ich? Ja. So. So, und jetzt haben wir quasi alles gemacht, damit erstmal die ersten 12 Sachen funktionieren. Jetzt ist aber die Sache, dadurch, dass wir hier sagen können, ne, genauso wie wir hier sagen, alles, was er nicht kennt, soll einfach nach Schwarz weitergeleitet werden, können wir das hier auch schon machen. Das heißt, wir brauchen diese Sachen hier actually gar nicht. Die können wir alle rausnehmen. Weil jetzt heißt es, alles, was er nicht kennt und alles, was nach oben soll, kann... andersrum. Alles, was nicht nach oben soll und nicht nach da rein soll, kennt er nicht. Also alles, was in seiner Reihe ist, schickt dann einfach automatisch nach Schweiz weiter. Das hat zwei Vorteile. Erstens, dadurch, dass hier... Also zum einen... Wenn hier irgendwelche Sachen reinkommen, die hier ins System überhaupt nicht reingehören, werden die einfach nach Schwarz geleitet, überall nach Schwarz weitergeleitet, weil keiner kennt die Sachen, also kommt es immer nach Schwarz. Und am Ende kennt er es auch nicht, geht also nach Gelb und geht dann hier wieder zurück. Ergo, alles, was das System nicht kennt, wird einfach wieder zurückgeschickt. Geil. Brauchen wir also hier keine Mülleimer, um unbekannte Sachen auszusortieren. Zweite Sache ist, jetzt geht's an die beiden hinteren Kisten. Denn hier, sagen wir jetzt, alles, was hier ankommt, wird erstmal grob nach zwei Sachen sortiert. Alles geht nach grün weiter, außer unsere beiden Spezialfälle. Ich erkenne leider nicht, welche Farbe da hinten ist. Hey, was ist denn die Farbe? Achso, ist weiß. Deswegen. Hab gerade geguckt, weil ja alles weiß ist, aber eben, das ist die weiße Farbe. Unsere beiden Spezialfälle, die sollen einmal nach weiß geschickt werden. Bam. Und jetzt können wir nämlich sagen, das geht erstmal nach weiß, geht nach da hinten. Und da hinten sagen wir jetzt bei dem unteren von den beiden, bei dem unteren soll Kohle wieder in die Kiste und alles, genau, Eisenklumpen soll weiter nach oben geleitet werden, also nach grün. Und alles, was übrig bleibt, sprich also, wenn die Kiste zum Beispiel voll ist, soll nach schwarz. Alles andere können wir also deaktivieren. Und jetzt haben wir nämlich genau den Vorteil, dadurch, dass wir hier nichts mehr drin haben. Ich meine, wir hätten hier auch die Kohle reinmachen können, ne? Aber wie gesagt, jetzt haben wir den Vorteil, alles, was das System nicht kennt, zum Beispiel halt die Kohle, wird hier einfach weitergeschickt. Sprich also, die Kohle, die hier nicht mehr reinpasst, geht hier nach schwarz und geht dann auch einfach mit dem System rein. Und das gleiche dann oben bei dem Eisen. Das Eisen soll bei blau rein und wenn das Ding irgendwann voll ist, geht es dann einfach nach schwarz. Und wird dann hier auch einfach immer nach schwarz weitergeleitet. So wie alle anderen Sachen auch. Das heißt, unbekannte Sachen gehen einfach zurück. Und die Sachen, die bekannt sind, wenn die entsprechenden Kisten voll sind, geht auch einfach zurück. Magic. So. Wann kommen eigentlich die ersten Sachen hier an? Hier kommt doch noch gar nichts. Oh, ich meine, Sachen brauchen auch immer ewig. Und jetzt einfach so PM. Heute auch noch Bock auf Voice-Chat, wenn du fertig bist. Felren. Wenn du das hier siehst. Warum PN? PM. Man sieht es doch eh im Video. Da kannst du auch gleich im Chat schreiben. Ja, ich weiß ja nicht. So, das heißt, das hier ist erstmal alles richtig konfiguriert. Die gehen wir nach Hause, ein bisschen Stuff abladen. Oh. Die ist in meinem Hotel. Aha,
Hoffentlich zahlt sie Miete. Genau, hier ist alles schön am Tun und Machen. Oh. Ah. Da kommen die ersten Sachen. War schon wieder inaktiv hier der Bereich. Sehr interessant. Und da waren sie alle geschlossen. Oh, das muss ich mir gleich mal ansehen. Das muss ich mir gleich mal ansehen. Ich schmeiß mal ganz kurz hier einfach alles rein. Ah, nee, halt. Ich schmeiß mal hier alles. Achso, ich muss jetzt. Eigentlich müsste ich jetzt auch Kohle hier das hier reinmachen können, ne? Das müsste jetzt eigentlich oben mit einsortiert werden können. Gehen wir ganz kurz in den Flugmodus. Ja. Oh, ach so. Gut, da brauche ich auch einen Klumpen. Hier ist ja. Hier ist auch so ein Ding. Jetzt aber. Yay! Das Ding habe ich komplett vergessen. Ich dachte, das ist nur mal eine ganz normale Pipe. Super. Jetzt habe ich wieder so ein Ding im Inventar. Gibt's doch gar nicht. Rein mit dir. Nein. Gut. Dann folgen wir mal unserer Ware. Oh, ich muss noch was essen, was trinken. Und da sind die ganzen Dinger. Digga, die dancen ja richtig hier. Was ist denn los an meiner Qualm? Ups. Das habe ich alle einmal gegessen. Voll gegessen. Oh, der eine ist hier ein bisschen voreilig. Ja, die anderen sind das da hinten. Machen Sie langsam. Leider sind ja, wie gesagt, diese Accelerating Pipes so extrem teuer, sonst hätte ich überall einfach diese Accelerating Pipes genommen. Aber wie gesagt, die kosten halt zwei Spulen. Brauchst du für eine einzige Pipe. Ich meine, gut, ich glaube, man muss hier gar nicht alles mit solchen Dingen machen. Reicht aus, wenn man alle 3, 4, 10, 20 Pipes, eine so eine Accelerating Pipe nutzt. Aber eben, das müsste ich erstmal ausprobieren, wie viele man da braucht. I don't know. Gott, das ist langsam, ey. Oh mein Gott. Bin ich ja fast ein Jahr. Naja. Ich lasse die erstmal machen. Irgendwann kommen die ja bei dem anderen Haus an. Und dann sehen wir, ob funktioniert hat oder nicht. So. Wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen. Gläser. Warum steckt er die nicht? Was ist mit dem los? Danke. Leere Trinkgläser mache ich erstmal. Hier mit rein. So, Schmiedeeisenblock. Da habe ich jetzt auch nicht gebraucht, witzigerweise. So, dann haben wir noch Dirt und das Replacement Tool. Die brauchen wir noch, um den Gang denn da schön zu machen. Die ganzen Pipes brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Ohne mehr, ohne mehr. Und das brauchen wir auch nicht mehr. Weg damit dir. Weg mit dir.
Weg mit dir. Und dann machen wir jetzt den Weg schon. So, dazu kopieren wir einfach mal hier einen Sandblock. So. Und jetzt ersetzen wir die ganze Kacke hier. Oh, guck mal, da kommt der erste. Oh, okay, funktioniert ja doch. Da kommt ja schon der erste. Ah. Dann war ich wohl doch zu voreilig. Auch, wie gesagt, das Problem ist halt, wir kommen hier nicht mehr rein. Ich werde ja sowohl oder übel mal kurz in den Geistmodus gehen müssen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ah, kommt noch mehr. Also, wir gucken erstmal, was dem passiert. Der müsste eigentlich jetzt in der oberen Reihe ganz rechts reingehen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und erstmal durch dies Dingsumserpipe. Jetzt nach oben. Nach oben. Nach oben und nach rechts. Und jetzt ganz nach rechts. Oh mein Gott, es funktioniert. Juhu. Ich bin am Überlegen, ob wir hier nicht tatsächlich doch abgrenzen, weil das sind ja die Dinger, die dann automatisch gefüllt werden, dass wir nicht sagen, wir machen die beide weg und dann hier am Ende die beiden weg und machen da irgendwas anderes hin, also Stein oder sowas, damit man das auch optisch ein bisschen weiß, ne? Okay, hier ist der Spezialbereich, wo Sachen kommen, die kommen. Gott, baust du Galerie weiter? Ja, im Keller. Ne, da, hier, also, ne, die Sachen, die kommen und die anderen Sachen können wir frei verwenden, wie wir lustig und launig sind. So, kommt es hier noch mehr? Oder war es das bereits? Ah, da könnte nichts mehr. Ja, voll ja. Sie kommen. Oh. Ah, Magic. Also das Ganze funktioniert auf jeden Fall. Das ist doch schon mal sehr schön. Gut, dann wie gesagt, machen wir es erstmal daran, hier den Weg hier auszubessern. Den Bereich. Mit Linkklick, ne? Ja. Wow. Das schon, ich habe jetzt hier beinahe hier auf die Pipe geklickt. Ey. Oh, ah, wieder Push. So. Und hier muss ich mal gucken. Oh. Ups. Das war nicht meine Absicht. Gut, das heißt, man sieht hier den kleinen Knick, den sieht man dann von draußen. Gut, ist halt so. Ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Okay. Damit ist der Weg schon mal ausgebessert und wunderschön. Und hier können wir dann später irgendwie noch so einen kleinen Bahnsteig bauen, so aus so ein paar Holzklötzen oder sowas. Jetzt ja nichts Großes oder sowas, sondern einfach nur, ich meine, das ist ja eine Feldbahn. Ist jetzt nichts Riesiges, so. Ja, wo bleibt der nächste Block hier? Ach, da. Habe ich jetzt gar nicht erkannt, wo das dunkel ist. Ha. Schneller! Aber cool, das heißt, da hat es doch schon ganz schnell funktioniert. Frage mich aber, warum da so viele Blöcke mit einmal losgegangen sind, als wir nach Hause gedingstert sind. Bin doch so schon Blöcke gekommen. Bin verwundert. Übrigens finde ich diese Stelle hier immer noch sehr geil.
Ich weiß nicht was, aber die Stelle hat es. Ah, da kann ich nicht so locken. Aber Alpha Zink. Davon haben wir immer so viel. Abartig. Abartig. Ja, okay. So, das heißt, wir müssen mal gucken, müssen wir mal überlegen. Was? Im Keller bin ich doch total neues. Kommen noch G Gemälde dazu? Was? Gemälde? Bis jetzt mal überlegen, wo wir die da hinhängen. Gemälde. Gemälde. Ach so, apropos, siehst du, da fällt mir ein, ich hatte noch, also hier, meine To-Do-Liste ist ja noch gefüllt. Da sind ja noch ein paar Sachen drauf. Also, erstmal ein bisschen mein Inventar leeren. Und dann müssen wir mal schauen. Meine To-Do-Liste. To-Do. In-Game-Queries, ja, immer noch unser langes Ziel. Kisten im Keller haben wir jetzt schon. Pipebox-Anschluss haben wir auch schon. AKW müssen wir noch machen, irgendwann. So, da hatte ich hier Vorschläge. Die Wege zwischen den Beeten mit Cobblestone machen statt Dirt. Weiter hinten, unterm Zaun fehlt einmal Sand. Genau, wir müssen irgendwie noch zwei Stellen ausbessern. Und wegen den Blumenbeeten bei der Häusersammlung Richtung meine Base pro Haus eine Frage, jedenfalls war da ein Streifen zwischen nur. Da muss man überlegen. Wie ich das mache. So dass es nicht zu künstlich aussieht. Weil das Problem ist ja, wir können nicht zu viele Blumen hinmachen, weil die wachsen, die vermehren sich ja nur so lange, wie sie relativ viel Platz haben. Ich meine, gut, andererseits haben wir ja jetzt massig Blumen bekommen. Von irgendeinem unbekannten Ritter. Irgendwie schade, dass man bei den Briefkästen nicht sieht, wer die Sache reingepackt hat. Es wäre irgendwie cool, wenn man wie beim echten Briefkasten so ein Absender drauf hätte. Das wäre schon ganz geil. Nachtrag statt nur Kobbel auch Stone Pass versuchen, genau. Dann gehen wir mal kurz zu unseren Beeten. Speichern. Weg mit dir. Und mein Test. Gehen wir mal kurz zu unseren Beeten und beten mal kurz. Erstmal hier was zu essen mitnehmen. Was nehmen wir denn am hier ein bisschen Rhabarberkuchen, dann kann ich schaden hier. Rhabarber. Okay. So. Da habe ich mal zum Ausbessern reicht Erde aus. Ich weiß gerade nämlich nicht, was uns erwartet. Doink, doink, doink. So, wo waren die defekten Stellen? Ich glaube, das war da hinten, ne? Genau, ich glaube, hier habe ich als ich hier einmal so ein Ding abgebaut habe. Ah, genau, wir brauchen Sand. Verdammt. Habe ich hier einmal Sand abgebaut. Weißt du was? Du kommst weg. Da kommst da einfach Erde hin. Du da drauf. Easy. Perfekt, gefixt. Ja. Genau. Ne, weil das Problem ist halt, du musst halt diese Dinger. Um die halt, ne, also ernten geht halt so easy, aber um sie halt wirklich abzubauen, muss halt mit einer Schippe arbeiten.
Und da habe ich halt, als ich das Ding abgebaut habe, wahrscheinlich so lange raufgehalten, dass als ich das Ding abgebaut habe, kurz danach den dahinter den Sand abgebaut habe. Und dann war hier hinten aber irgendwie noch eine defekte Stelle. Ach da, genau. Hier ist auch nochmal. Mache ich das Gleiche. Du noch da, du da drauf. Easy, haha. No one's gonna know. So. Und die Wege hier, da ist jetzt die Frage, ob wir die mit was anderem machen. Ich habe die halt immer einfach nur so als Trampelpfade gemacht, so, ne, dass es einfach, ja, einfach Sand ist, wo man halt, also Erde, wo man halt drauf langläuft, ohne dass sie halt schön gemacht ist, mir hier mit so einem Rechen oder so. Ist sowieso immer eine schlechte Idee, die rechnen sich immer. Und da ist jetzt die Frage, ob wir da jetzt, was war das? Cobblestone, ne? Genau, Cobblestone oder dieses Stone Path, diese komischen kleinen Steinchen, die du so überall rauf machen kannst. Diese Dinger hier. Brauchst du überall Slabs für. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4. Dann würde ich mal fast sagen, wir machen einfach bei jedem mal eins anderes und gucken mal, was, gucken wir mal, was am schönsten aussieht. Ich glaube, Cobblestone, also komplett aus Cobblestone machen, glaube ich nicht, dass das gut aussehen dürfte. Bin ich mir gerade nicht sicher, kann ich mir gerade nicht wirklich vorstellen. Aber diese Stone-Dinger, da könnte man schon wahrscheinlich was mitmachen. Was brauchen wir jetzt? Ich brauche noch Cleanstone, ne? Stein-Mikroblöcke. Gott, Alter. Was zur Hölle. Genau, die kriegen wir einfach so hin. Dann machen wir einfach mal. Gut, danke dafür. Moment schon mal. Ach nee, ich brauche jetzt mal Slabs. Ja, geben wir erstmal drei. Ach nee, was mache ich hier gerade? Himmel, Arsch und Zwirn. Jetzt reicht's aber langsam. So, danke. So, und dir jetzt 1, 2, 3, 4. So, irgendwie so. Drücke gleich 16 Stück. Gut, einmal reicht das mal. So, und da brauchen wir so eine komischen Stein-Mikroblöcke. Brauche ich einmal Cleanstone. Und dann die Säge wahrscheinlich. Oh, was ist da? Habe ich denn kein Cleanstone mehr? Habe ich mein Cleanstone? Ach, da oben. Ist er doch. Nevermind. So. Säge, ich komme. 8 Stück kriegt man davon nur? Willst du mich verarschen? Digga, das ist also eine 16. Platte wahrscheinlich. So von der Dicke her. Ich glaube nicht, dass das eine 8. Platte ist. Also von der Höhe her. Sondern, ey, das dürfte hier diese 16. Platte sein. Und die dann auch noch, also davon dann auch noch ein Viertel. Ja, also, wenn man hiervon nur 8 bekommt, ist das schon, ne, schon grenzwertig. Also hiervon müsste man ja schon 16 bekommen, weil ist ja eine 16. Platte. Das heißt, man müsste einfach eigentlich hier von 32 bekommen. Mindestens, wenn man das 8 da nimmt. Beziehungsweise ist es eigentlich sogar 64, wenn man bedenkt, dass das ein Viertel von einer 16. Platte ist. Ah, müsstest du aus einem Ding 64 solcher Dinger bekommen. Und wir bekommen 8. Also noch mehr übers Ohr hauen kann man ja eigentlich gar nicht. So, das ist ja richtig mies. Like, what the fuck, dude? Finde ich nicht in Ordnung. Und man kriegt gerade mal 3 davon. Oh mein Gott, wir brauchen mehr Cleanstone. Ach du Scheiße, jemand dann. Der hält den Kopf nicht aus hier. Dann kriegen wir nochmal 2. Dann haben wir 40 davon. Easy.
So, und mit den 40. Danke. Was ein Albtraum. So. Dann, ja, gehen wir mal zu den. Ups. Dankeschön. Wenn man gerade keinen Bock hat, Steine abzubauen, wo man keine Spitzhacke dabei hat, wobei ich glaube, wir haben sogar eine Spitzhacke dabei. Ach doch, haben wir. Okay. Ja. Einfach gegen was ersetzen, dass man mit der Hand abbauen kann. Easy. So, und die Idee, soweit ich verstehe, die dahinter ist, weil ja hier Cobblestone ist, dass man dann quasi damit. Was? Ich hab doch kopiert. Kopier doch, du. Ich gebe mich meinem Schicksal geschlagen. So. Die Idee ist jetzt quasi, dass es damit, dass jetzt hier Cobblestone ist, das halt hiermit ein einheitliches Bild ergibt. Aber ich finde, mit dem Cobblestone ist mir einfach zu wuchtig. Ich glaube nicht, dass. Dann probieren wir mal kurz die anderen beiden Dinge. Also, esse ich hier was hier? Achso, die ist nicht hier mit draufpacken, geht ja eh nicht. Wir könnten den erst ab hier machen und das ist dann natürlich. Ah. Tja, wenn hier nicht so eine Lücke wäre, könnte man auch echt darüber reden, wobei die ein bisschen sehr groß sind. Ich glaube, die hier machen es dann eher. Ja, doch, ich glaube, die machen eher Sinn. Also, ne, über die könnte man optisch reden. Problem ist zweierlei. Erstens sieht es denn aus wie ein Weg, der halt künstlich angelegt wurde, weil, ne, bei den Beeten sind ja normalerweise keine Steine im Sand. Und ich wollte es halt einfach so machen, dass es hier halt der normale Sand an der Stelle ist, der einfach aufgeschüttet wurde und einfach dadurch ein Trampelpfad ist, dass man halt andere drüber läuft. So. Dass ich dadurch halt, ne, wie im Wald ja auch Trampelpfade dadurch entstehen, so. Wo halt der Boden ein bisschen fester wird. Ne? So in der Art, wo, also. Ja. Darüber könnte man auch hinwegsehen. Das Problem ist aber, wie gesagt, hier die Lücke. Das ist sehr unschön. Ich meine, jetzt könnte man überlegen, dass man einfach die Dinge abbaut und sagt, ja, scheiß drauf, dann machen wir einfach so. Die Tür braucht eh keine Sau, so. Könnte man sogar echt fast drüber reden, dass man das so macht. Also das wäre tatsächlich eine Option, die man in Betracht ziehen könnte. Ja, auch das sieht ohne dem Tor besser aus. Ich glaube mal, bei den Sandwegs sieht es sogar mit dem Tor besser aus. Als wie wenn er so großes Ding ist. Aber bei den anderen drei sieht es ohne tatsächlich besser aus. Gut, ich meine, bei den beiden geht es nur ohne Tor so. Aber hier bei dem Cobblestone-Weg sieht es ohne Tor auch besser aus. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Also ich schwebe gerade so ein bisschen zwischen
so, wie wir es haben, mit dem Tor und dem Sandweg. Oder aber ganz, also das ganz hinten da. Mit diesem Stone, also das hier. Eine schwierige Entscheidung. Und ich glaube, egal für was ich mich entscheide, ich werde es eh bereuen. Das ist das Problem, oder das ist die Sache, weswegen ich meistens einfach drauf losbaue, ohne nachzudenken. Weil sobald du anfängst nachzudenken, bist du nur in Zwietracht mit dir selber. Ich bin aber... Ich meine, das hat schon was. So rein optisch gesehen sieht das natürlich auch schon gut aus. Aber ich würde das halt im Echten, würde ich das halt nie so bauen. Weil es halt gartenarbeitstechnisch halt Katastrophe ist. Weil du halt, egal was du machst, du immer auf einmal Stein im Weg hast. Ja. Ja, ich glaube wirklich fast, ich bleib bei dem Konstrukt. Wo ich halt mit mir reden lassen würde, ist halt mit dem hier. Mal gucken, ob man jetzt hier noch unter so Steine lang legt. Nein! Ja, selbst das könnte man machen. Selbst das würde gehen. Na gut, für die Folge auf jeden Fall erstmal. Bis dann.